Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levi's Card 12. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Ja, es geht weiter mit der Jean-Claude Van Damme Woche und heute haben wir einen Film namens Knock Off. Dieser Film wurde 1996 gedreht und beinhaltet neben Jean-Claude Van Damme auch einen weiteren Superstar, den ich sehr, sehr gerne mag. Sehen wir hier auf dem Cover sofort. Na, könnt ihr es erkennen, Freunde? Es ist Rob Schneider. Ja, Rob Schneider. Ich mag seine Filme total. Obwohl das hier natürlich keine Komödie ist, denke ich mal. Spielt er auch in Actionfilmen. Und ich glaube, er hat auch bei Sly mitgespielt in einem Film, Freunde. Der Film wurde vom Regisseur Tu Haag, ein Martial Arts Spezialist, gemacht. Und wie gesagt, in der Hauptrolle sehen wir die belgische Praline, Jean-Claude Van Damme. Ja, Praline kann man sagen, oder doch. Oder belgische Pommes. Ja, der Film wurde von Filmjuwelen auf Blu-ray gebracht und gibt sich auch eine DVD davon. Und jetzt schauen wir uns mal an, um was es da geht. Actionkracher vom Kultregisseur Tu Haag. Bekannt von Die Sieben Schwerter mit Jean-Claude Van Damme, bekannt aus Universal Soldier. Hongkong 1997. Die Übergabe der britischen Kronkolonie in China steht kurz bevor. Inmitten der Aufregung betreibt der Amerikaner Marcus Ray zusammen mit seinem Partner Tommy einen blühenden Handel mit Markenjeans-Imitaten. Als er bemerkt, dass die Russenmafia Mikrobomben in die Billigjeans eingenäht hat, um diese besser schmuggeln zu können, gerät Markus ins Kreuzfeuer chinesischer Gangster, korrupter Geheimdienstler sowie der Mafia und einem gnadenlosen Überlebenskampf entbrennt. Ja, Billigjeans, Markenjeans, Imitate. Hongkong, naja. So, Action-Superstar Jean-Claude Van Damme übernahm auch in dem zweiten und letzten US-Film von Hongkong-Regisseur Tu Haag die Hauptrolle. Der explosive, in Hongkong gedrehte Film nach einem Drehbuch des Autors von Stirb langsam zeigt die Muscles from Brussels. Ach so, ich laber hier einen von Praline und belgische Pralinen und belgische Pommes, aber er ist Muscles from Brussels. Cool, cooler Spitzname. Im Kampf gegen Markenfälschung, russische Mafiosi, Geheimdienstler und Mikrobomben, bei dem eine originelle Verfolgungsjagd mit Rikschas nur einen von vielen Höhepunkten darstellt. Für die spektakulären Kampfchoreografien sorgte Hongkong Actionlegende Sammo Hung. Hey, Sammo Hung hat hier die Kampfszenen choreografiert. Super! Ja, Sammo Hung ist der Kumpel von Jackie. So, belgische Muskeln in amerikanischen Actionstreifen mit origineller Hongkong-Action. Ja, hier sind ein paar Zitate, Freunde. Die Actionsequenzen sind verdammt spektakulär und entsprechend höchsten Hongkong-Standard, schreibt die Cinema. So, Freunde, auf den Bildern sehen wir hier zwei meiner Favoriten und wie gesagt, Rob Schneider gehört einfach zu meinen Lieblingskomödianten und Jean-Claude Van Damme, Super Action Star. Hier sehen wir weitere Bilder. Und der Film ist in Deutsch in DTS HD 5.1 und Englisch DTS HD 5.1 anschaubar. In 90 Minuten haben wir ein 16:9080p Bildformat. Ländercode B und Untertitel haben wir Deutsch. So, Extras sind auch dabei. Und zwar ein Making-of, ein Slideshow. Filmografien, Produktionsnotizen im DVD-ROM-Part und Trailer und Wendecover. So, dann machen wir das Ganze mal auf. Knock Off.
Cooler Name. So, Freunde, gucken wir mal rein. So sieht das Ganze von innen aus. So sieht die Disc. Das gleiche Cover eigentlich. Und es hat ein Wendecover, Freunde. Ja, das war das Unboxing zu Knockoff mit unserem Lieblingsbelgier. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Ich sage bis demnächst. Bye, bye.